Einen schönen guten Abend aus Altona. Ich darf Sie ganz herzlich zu einem weiteren digitalen Webinar oder der Sprechstunde Altona hier begrüßen. Und ich freue mich, dass wir so die nächste knappe Stunde gemeinsam zumindest digital verbringen werden. Mein Name ist Roman Fischbach. Ich bin Leiter der hiesigen Radiologie. Für die diagnostische Bildgebung von stationären und ambulanten Patienten der Klinik. Das heißt, meine Mitarbeiter und ich fertigen Röntgenaufnahmen an, befunden diese und nutzen Computertomographie, diagnostizieren und im Behandlungsverlauf auch bildgebend zu dokumentieren. Jetzt sind Tumorerkrankungen damit natürlich auch ein großer Teil unseres Arbeitsalltags, aber Sie fragen sich vielleicht, warum eben nicht nur Verfahren haben, die sehr detailliert Tumore im Inneren des Körpers aufspüren und zeigen können, sondern wir können diese Methoden, also vorrangig die Computertomographie und die Durchleuchtung in der Angiografie, nutzen, um mit Sonden oder Kathetern eben dicht an diese Tumore heranzukommen und dann Medikamente oder über andere Verfahren diese Tumore zu behandeln. Wo der Radiologie, der interventionellen Radiologie. Bei den onkologischen Interventionen arbeiten wir sehr eng mit der Abteilung von Professor Pohl und Professor Pohl. Für heute habe ich mir einige Verfahren herausgegriffen, um Ihnen Möglichkeiten der lokalen Tumortherapie näher zu bringen. Das ist zum einen die Thermotherapie, als Beispiel die Radiofrequenzablation, und dann Transchemoembolisation und die Radioembolisation. Jetzt hängt hier kurz die Präsentation, aber es geht direkt weiter. Wenn man Tumorerkrankungen ansieht, von außen betrachtet, ist es häufig so die Situation, dass man sagt, es ist ein früh entdeckter kleiner Tumor, der kann operiert werden, oder es ist ein fortgeschrittenes Tumorleiden, da ist dann Chemotherapie oder Strahlentherapie am Zug. Auch Verfahren gibt, die eben jetzt nicht offen operativ durchgeführt werden, aber das ist Manifestationen zu sehen. Tomographien der Leber im Beispiel mit einer kleinen umschriebenen Herdläsion oder eben hier ein Bild mit multiplen Metastasen in der Leber. Da ist dann schon klar, dass das Herangehen natürlich ein anderes sein muss für den einen wie den anderen Patienten. In dem einen Fall wird man die ausreichend lokal und sehr begrenzt vorzugehen. Also zum Beispiel mit einer Punktion von außen durch Hitze dieses Gewebe zu zerstören. Ich fange jetzt mal mit der Radiofrequenzablation oder Thermoablation an. Das ist also die gezielte Behandlung von kleinen Tumoren. Wir wollen durch lokale Hitzeanwendung das Tumorgewebe zerstören. Wenn wir im Körper Temperaturen über 70, 80 Grad Celsius erreichen, dann sind die Zellen zerstört und nicht mehr lebensfähig. Und dann ist es auch egal, ob das eine normale Zelle oder eine Tumorzelle ist. Im Wesentlichen wird da eingesetzt die Radiofrequenzablation, die Mikrowellenablation und früher auch die Laserablation, die aber heutzutage eigentlich keine wirkliche Rolle mehr spielt. Was man dazu macht, ist, dass der Tumor von außen unter Bildsteuerung, deswegen eben der Radiologe, punktiert wird. Die Bildsteuerung ist in der Regel Computertomographie oder Ultraschall. Und weil wir ja im Körper schon eine relativ starke Hitzeentwicklung haben, machen wir das hier in Altona am liebsten unter Narkose, sodass der Patient von der Behandlung dann auch gar nichts mitbekommt.
Begrenzt heißt in dem Fall, Tumore, die größer als 3 cm sind, werden dann schon etwas schwieriger, weil wir eben nicht ausreichend große Areale im Körper homogen erhitzen können. Organe, die sich dafür eignen, sind im Wesentlichen Leber, Niere, Lunge und in einigen Fällen auch Metastasen am Skelettsystem. Für die Thermoablation, wenn sie perkutan, also von außen durch die Haut durchgeführt wird, muss man eine Sonde in den Körper dorthin bringen, wo der Tumor sitzt. Bei der Radiofrequenzablation haben wir dann einen hochfrequenten Wechselstrom, der angewendet wird, der dann das Gewebe lokal erhitzt. Und man kann das eben bei 1 bis 3 Tumore in einem Organ in einer Sitzung machen. Also es ist immer der kleine umschriebene Befund, den wir angehen können. Wenn man den Tumor komplett durch diese Hitze zerstört hat, dann ist das Ergebnis grundsätzlich vergleichbar mit einer chirurgischen Resektion. Ein anderes Verfahren ist die Mikrowellenablation. Da entsteht die Hitze eben durch elektromagnetische Wellen. Das Verfahren ist in der Lage, etwas höhere Temperaturen zu erzeugen und in der Behandlung etwas schneller als die Radiofrequenzablation, ansonsten aber recht vergleichbar. Ich habe Ihnen hier einmal eine Sonde mitgebracht. Ich zeige das mal etwas größer, die für die Radiofrequenzablationstherapie benutzt wird. Da ist also die Nadel vielleicht so im Vergleich zum Finger zu erkennen, also eigentlich ein sehr feines Instrument und man kann das Ablationsareal vergrößern, weil hier so eine kleine schirmchenartige Sonde ausgefahren werden kann, wenn man im Körper vor Ort ist. Und dann gibt es eben hier um diese Sondenspitzen herum die Hitzeentwicklung, sodass man eben selbst mit einer kleinen Nadel dann Ablationsareale von 3, 4 bis 5 cm Größe erreichen kann. Das also nur mal so als Beispiel, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, mit welchen kleinen Instrumenten wir da arbeiten. Wenn man über eine Radiofrequenzablation als Behandlungsmöglichkeit nachdenkt, dann ist natürlich das Erste, das habe ich jetzt schon betont, die Frage, wie groß ist der Herd und schafft man um diesen behandelten Herd herum eine ausreichende Sicherheitszone, so wie der Chirurg das ja auch braucht, dass er eben bei der Resektion auch im Gesunden den Tumor entfernt. Das wollen wir auch, also ist die Frage, kriegt man das von der Lokalisation des Befundes und vom Zugangsweg sicher hin. Dann muss man sich auch klar machen, dass wenn wir den Körper von innen punktuell erhitzen, ist natürlich ein großes Blutgefäß, was da in der Nähe entlangläuft, quasi wie eine innere Kühlung. Also die dichte Lage an einem Gefäß macht diese Behandlung schwierig. Also da müssen wir auch etwas vorsichtig sein mit der Auswahl einer gut behandelbaren Läsion. Und dann ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass man durch die Hitzeentwicklung, die natürlich nicht an einer Organgrenze aufhört, nicht Nachbarstrukturen schädigt. Deswegen ist das schon mit etwas Planung und Überlegung verbunden, welche Befunde sind sicher, und das ist eben auch ein wichtiger Faktor, sicher und komplikationslos zu behandeln. Das heißt, wir würden eine solche Behandlung erst nach einer entsprechenden Voruntersuchung und einem ambulanten Sprechstundentermin absprechen, eben anhand Bilder, Laborwerte der Krankengeschichte schauen, passt ein solches Verfahren auf den individuellen Patienten. Die eigentliche Behandlungsentscheidung wird aber dann gemeinsam interdisziplinär in der Tumorkonferenz hier im Hause getroffen und dann folgt eben Terminvereinbarung, das Vorgespräch mit der Anästhesie wegen der Narkose und die eigentliche Behandlung ist dann direkt am Aufnahmetag, morgens innerhalb von 40 bis 60 Minuten Interventionszeit erledigt und man muss dann kurz in den Aufwachraum gehen, aber auf die Normalstation. In der Regel haben wir dann 2 Übernachtungen hier im Haus mit Nachkontrollen, aber keine Intensivstation, kein langer OP-Aufenthalt. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, damit Sie sich das vorstellen können, wie so eine Radiofrequenzablation abläuft. Das war jetzt noch der falsche Film. Jetzt fürchte ich, habe ich hier einen Fehler gemacht. So, das müsste jetzt klappen. Also der Patient in dem Fall ist schon in Narkose, liegt in dem Computertomographen. Und wir haben hier auf der Haut außen ein Gitter zur Markierung, sodass wir genau festlegen können, wo ist die Einstichstelle auf der Haut. Man sieht dann, wo der
Tumor ist. Das ist in dem Fall ein Befund an der Niere, dieser kleine Knoten, der, wie Sie gesehen haben, sehr eng an der Milz liegt. Also man muss wirklich aufpassen, dass man die Nadel exakt an die richtige Stelle bringt. Das wird dann kurz desinfiziert, steril alles abgedeckt. Wir machen dann noch eine lokale Betäubung, obwohl die Untersuchung in Narkose stattfindet, dass man eben auch nach dem Aufwachen aus der Narkose nicht den lokalen Wundschmerz hat von der Punktion. Hier sehen Sie nochmal diese RFA-Sonde und die wird dann eben unter CT-Kontrolle direkt vor Ort gebracht. Es wird ein kleiner Schnitt in der Haut nötig, das sind ungefähr 3 mm. Mehr ist das nicht und mehr sieht man dann nachher auch nicht. Da kommt nur ein kleines Pflaster auf die Hautstelle. Und man muss dann natürlich mit ein bisschen Gefühl die Sonde in den Körper einbringen. Das wird schrittweise im Computertomographen kontrolliert, sodass man also wirklich millimetergenau diese Nadel an Ort und Stelle bringen kann. Wenn sie jetzt in dem Tumor sicher liegt, wird das hier mit dem Stromkabel verbunden und dann erfolgt eben langsam die Erwärmung des Tumorgewebes, bis wir eben das Signal hier von dem Generator kriegen, dass das ganze lebende Gewebe abgestorben und ausreichend behandelt ist. Dieser ganze Ablauf ist jetzt hier so auf knapp 2 Minuten zusammengestrichen. Also wenn man das so Schritt für Schritt macht und vor allen Dingen dann eben wartet, bis diese Widerstandsanzeige anzeigt, dass wir fertig sind, dann ist das im Schnitt eine Dauer von 40, 45 Minuten. Ich hoffe, da haben Sie so einen einigermaßen guten Überblick bekommen, wie das Schritt für Schritt abläuft. Ich zeige Ihnen jetzt gerne noch ein Fallbeispiel. Das ist ein Patient, wo schon nach einer Darmoperation ein Teil der Leber, hier sehen Sie, der linke Leberlappen fehlt, operiert worden ist, weil es in diesem Leberlappen schon eine Absiedlung des Darmkrebs gab. Dann kommt in dem Verlaufskernspin ein Jahr später dieser Befund hier, das ist eine kleine Lebermetastase zur Darstellung, wo man jetzt eben überlegt, sollte man das nochmal operieren oder eben vielleicht doch etwas vorsichtiger und parenchymsparender vorgehen. Das ist das Bild direkt nach der Radiofrequenzablation. Sie sehen hier mit dem schönen Sicherheitssaum um diesen Tumor herum das Ablationsareal. Und dann ist das hier die Verlaufskontrolle ein Jahr später, wo von diesem Ablationsareal nur noch so eine kleine geschrumpfte Narbe übrig geblieben ist. Die Verlaufskontrollen bleiben natürlich weiter notwendig. Sie sehen hier, da ist mit dem Pfeil markiert noch eine ganz kleine punktförmige Läsion. Das ist dann nach einem Jahr Zeitintervall der nächste Befund einer kleinen neuen Metastase, die natürlich auch wieder durch so eine Radiofrequenzablation minimalinvasiv behandelbar wäre. Was muss man dazu vielleicht noch wissen? Im Gegensatz zur chirurgischen Behandlung bleibt das abgetötete Gewebe vor Ort. Wir haben also schon den Nachteil, dass man nicht sicher beweisen kann, ist der Tumor komplett abgetötet, ist er komplett entfernt worden, weil wir eben keine Präparate für die Pathologie haben. Deswegen sind engmaschige Kontrollen, was ja aber in der Tumormedizin nicht unüblich ist, notwendig, um sicherzugehen, dass das Ablationsergebnis eben genau dem Ziel entspricht und eben keine neuen Veränderungen auftreten. Für den Patienten selber, wir machen das in Narkose. Nach der Narkose sind eigentlich kaum Nachwirkungen oder Schmerzen zu spüren. Und das bedeutet auch, dass eben sehr schnell keine Beeinträchtigungen im Alltagsleben nach der Therapie bestehen. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, Nachbehandlung, erneute derartige Ablationen sind recht einfach und problemlos möglich. Also wenn ich den Abschnitt Thermotherapie zusammenfassen will, haben Sie vielleicht gesehen, es ist zwar natürlich aufwendig, aber für uns technisch einfach durchführbar. Ja, wenn wir den Sicherheitssaum ausreichend groß hinbekommen bei der Erhitzung, dann ist das Ergebnis vergleichbar zur Operation. Und es ist insbesondere für Patienten sehr gut geeignet, die ein erhöhtes Operationsrisiko haben oder wo durch vorausgegangene Eingriffe und Operationen eben ein erneuter, weiterer chirurgischer Eingriff vielleicht zu komplikationsreich wäre. Das heißt also, wir brauchen schon einen Patienten, der narkosefähig ist, der einen kleinen Tumor hat,
den wir auch sicher erreichen können, um das Verfahren anbieten zu können. Und was man sich auch klar machen muss, die Operation und diese Radiofrequenzablation oder Mikrowellenablation, die kann man nicht eins zu eins vergleichen, weil wir eben in der Regel Patienten haben, für die es schon einen Grund gibt, dass man sie nicht operiert. Da sind eben andere Erwägungen erforderlich. Deswegen ist es auch eine interdisziplinäre Entscheidung in der Tumorkonferenz. Jetzt wechseln wir das Feld zu den Tumorerkrankungen, die ausgedehnter sind. Das sind also die über einen Gefäßzugang durchgeführten Verfahren, Chemoembolisation und Radioembolisation. Das sind im Grunde genommen Verfahren, die sich immer dann eignen, wenn der Tumor auf ein Organgebiet begrenzt ist, weil wir eben die zuführende Schlagader als Weg benutzen, um an den Tumor heranzukommen. Besonders gut eignet sich dieses Verfahren an der Leber. In anderen Organen ist es eher ungewöhnlich durchzuführen. Ich habe jetzt die Embolisation, also den reinen Verschluss von Gefäßen, noch mit aufgeführt, aber nur um die Vollständigkeit zu wahren. Also die alleinige Embolisation zum Verschluss von tumorversorgenden Gefäßen spielt eigentlich in der onkologischen Behandlung keine richtige Rolle, sondern das ist eher eine Maßnahme, die wir schon mal einsetzen, wenn ein stark durchbluteter Tumor blutet und eine Blutstillung erforderlich ist oder gelegentlich auch mal in der Vorbereitung zu einer Operation, um eine blutarme Operation zu ermöglichen. Aber rein onkologisch macht das alleinige Verschließen von Gefäßen wenig Sinn. Der Tumor findet einen neuen Weg, Blut- und Sauerstoff- und Nährstoffversorgung für sich herzustellen. Das heißt, wenn wir über onkologische Therapien nachdenken, dann ist die Kombination mit einer Chemotherapie dann erforderlich. Also das wäre dann diese Taze- oder Chemoembolisation, wo wir den Gefäßverschluss, die Embolisation, kombinieren mit einer lokalen Chemotherapie. Das andere Verfahren, auf das ich dann im zweiten Teil zu sprechen komme, ist die Radioembolisation, wieder der Gefäßverschluss und eine lokale innere Bestrahlung über die Gefäße verschließenden Partikel. Warum funktioniert das jetzt an der Leber so gut? Das liegt einfach daran, dass die Leber zwei blutversorgende Gefäße hat. Zum einen die Pfortader, die das Blut aus dem Bauchraum, aus dem Darm in die Leber transportiert und damit auch den größten Teil der Nährstoffe in die Leber bringt und eben auch einen Großteil der Sauerstoffversorgung sicherstellt. Und dann gibt es noch die Leberarterie, die parallel zur Pfortader verläuft. Und man kann das hier an dem Beispiel ganz gut zeigen. Das ist eine Katheterdarstellung der Leberarterie, wo hier ein sehr großer, stark durchbluteter Tumor über die Arterie seine Blutversorgung bekommt, während die Pfortader, die hier dargestellt ist, diese Bereiche, die über die Arterie sehr stark durchblutet werden, gar nicht erreicht. Das heißt, die Leber hat eine gewisse Trennung zwischen der Tumorblutversorgung und der normalen Leberparenchymblutversorgung. Und deswegen kann man dann über die Leberarterie diese Tumore sehr gut erreichen und das normale, gesunde Lebergewebe schützen. Bei der transarteriellen Chemoembolisation oder TARZE haben wir also über den in der Arterie einliegenden Katheter die Möglichkeit, den Tumor sehr hoch dosiert mit einem Zellgift zu versorgen. Das hängt jetzt wieder vom Tumor ab, was man da nimmt. Da sind verschiedenste Substanzen üblich. Und dann verbinden wir das eben auch noch mit dem Verschluss des Gefäßes. Und das hat eben den Effekt, dass zum einen die Durchblutung des Tumors eingeschränkt oder eben auch vollständig unterbunden wird. Das heißt, dem Tumor fehlt dann Nährstoff und Sauerstoff. Und wir haben auf der anderen Seite diese eingebrachten Zellgifte in dem Tumorgefäßbett gefangen, sodass sie eben länger mit dem Tumor Kontakt haben und auch dadurch nochmal eine höhere Wirkung, als wenn sie eben nur über die Vene in den Körper gelangen. Und der Nebeneffekt ist eben, dass durch die Pfortaderdurchblutung der restliche Teil der Leber, den wir eigentlich gesund erhalten wollen, nicht geschädigt wird oder eben möglichst wenig geschädigt wird. Also was wir letztlich machen, ist die Applikation von Zytostatika und Partikel über einen kleinen, feinen Katheter.
Das ist im Wesentlichen ein Verfahren, was geeignet ist für Patienten, die ein klassisches Leberzellkarzinom haben, was nicht operiert werden kann, oder bei unterschiedlichen Lebermetastasen. Ich habe hier einmal Substanzen mitgebracht, die wir bei solchen Behandlungen verwenden. Sie sehen hier, das ist jetzt gemischt mit noch Flüssigkeit. Da unten ist so ein kleiner Bodensatz. Wenn ich das jetzt einmal so ein bisschen drehe, Sie sehen, das sind ganz feine Partikel, die man dann also sehr, sehr klein, die sind so ungefähr 100 Mikrometer groß, durch einen feinen Katheter spritzen kann, die aber eben groß genug sind, um die Leberarterien zu verlegen. Das ist also das Wesen der Chemoembolisation. In diesem Beispiel hier sehen Sie mal so einen Effekt. Das ist auch ein Patient, der schon einiges an Vorbehandlungen gesehen hat. Sie sehen, in dem Fall fehlt jetzt die komplette rechte Leber. Und hier ist im linken Leberlappen eine Metastase zu sehen. Die ist eben etwas zu groß für die Radiofrequenzablation und auch direkt in der Nähe hier von der Fochtader, deswegen also nicht gut geeignet für eine Ablation. Aber über eine Chemoembolisationsbehandlung ist hier nach 3 Monaten eine deutliche Größenabnahme des Tumors erreicht worden. Also mit dem richtigen Verfahren haben wir sehr viele Möglichkeiten, auch in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien noch etwas zu erreichen. Für die Chemoembolisation gibt es eine ganze Reihe Dinge, die man überlegen muss. Das ist genau wie bei der Radiofrequenzablation. Wir haben in der Regel mit Tumoren zu tun, die nicht mehr operiert werden können und wo eben häufig eine Chemotherapie entweder nicht gute Ergebnisse bringt oder eine Chemotherapie versagt hat. Vorrangig, wie gesagt, das Leberzellkarzinom, aber eine ganze Reihe andere Tumore. Sie sehen hier die Liste, sind auch übliche Tumore für eine transarterielle Behandlung. Hier gibt es einige Laborwerte, die zu beachten sind, aber das sind Dinge, die eben auch wieder für die Entscheidung in der Tumorkonferenz die Grundlage bilden. Also wichtig ist auch in dem Fall, das sind Dinge, die wir gemeinsam im Team entscheiden, was ist das beste Verfahren, und dann sind eben bei solchen Chemoembolisationen die Abteilung für Radiologie die eigentlichen Behandler. Was wir üblicherweise da machen, genau wie bei der Radiofrequenzablation, eine Voruntersuchung mit eben Abklärung dieser ganzen Punkte. Das ist hier mal ein Foto von meinem Sekretariat. Da sitzt Frau Schulz, die die Termine vergibt. Und dann erfolgt eben die Terminabsprache. Die Behandlung findet stationär statt in der Abteilung von Professor Arnold auf der onkologischen Station. Und der eigentliche Eingriff ist dann im Katheterlabor, also in der Angiografie, bei uns in der Radiologie. Je nach Komplexität sind das auch Behandlungen, die eine Dreiviertelstunde bis anderthalb, maximal 2 Stunden dauern. Und auch da haben wir knapp 3 Tage, die wir als Aufenthalt planen. Das ist so in der Regel der Zeitraum, wo der Patient dann wieder nach Hause entlassen werden kann. Vom technischen Ablauf her geht man in lokaler Betäubung, also jetzt nicht in Narkose, über die Leistenschlagader mit einem feinen Katheter in das Gefäßsystem des Patienten ein, steuert den Katheter unter Durchleuchtung bis in die Leberarterie und sucht dann die tumorversorgende Arterie auf und kann dann an Ort und Stelle diese Medikamenteninfusion mit den Zytostatika beladenen Partikeln durchführen. Anschließend wird der Katheter entfernt, es wird ein Druckverband angelegt für 6 Stunden und dann geht der Patient zurück auf die Normalstation. Auch hier ist keine intensivmedizinische Behandlung erforderlich. Was man berücksichtigen muss, nach einer solchen hochdosierten Chemotherapie und einem Verschluss von Lebergefäßen kommt es durchaus zu Bauchschmerzen, auch Übelkeit bis zu leichtem Erbrechen ist möglich und durch die Chemotherapienwirkung eben auch eine gewisse Abgeschlagenheit, was aber meistens innerhalb von wenigen Tagen zu Hause wieder abklingt. Ich habe auch hier jetzt nochmal ein kleines Video, was ich Ihnen zeigen kann, um mal so ein bisschen die Abläufe zu verdeutlichen. Sie sehen hier schon den Katheter in der Schlagader, in der Körperschlagader, und hier ist er in die Leberarterie eingebracht. Dann wird Kontrastmittel gespritzt, um die Anatomie der Gefäße zu zeigen.
Dann wird auf einen kleinen Mikrokatheter gewechselt, mit dem man noch weiter in die Lebernähe oder an den Tumor herankommt. Sie sehen, teilweise kann das relativ komplex sein von der Gefäßanatomie. Da muss man sich eben dann anhand der Durchleuchtungsbilder bis vor Ort bewegen. Hier sehen Sie so einen kleinen Katheter mit einem feinen Führungsdraht, der dann über den einliegenden Führungskatheter eingebracht wird. Also sehr kleine Instrumente, wie Sie das hier erkennen können. Und dann wird eben der Katheter gemeinsam mit dem Draht so gesteuert, dass man möglichst direkt an die Schlagader herankommt, die in der Leber den Tumor versorgt. Weil wir immer wieder versuchen, möglichst wenig normales Lebergewebe dann mitzuschädigen. Das sind so die Momente, die dann durchaus etwas auch zeitaufwendiger sein können, gerade wenn es eben so kleine und komplexe Gefäße sind. Das ist eben das, wo auch etwas handwerkliches Geschick erforderlich ist, um diesen Katheter dann sicher zu steuern. Hier sehen Sie jetzt nochmal ein Bild und da kann man hier vielleicht schon ahnen, wo die Tumorversorgung aus der Leberarterie abgeht. Also da in den Bereich will man jetzt gleich den Katheter vorbewegen. Ich spule das mal ein bisschen weiter vor. Also Sie sehen hier, das sind so zwei Gefäße, die hier nach oben ziehen. Das sind die Ziele nachher für die eigentliche Behandlung. Also da muss man dann teilweise mit einem Katheter in Gefäße sich bewegen, die gar nicht viel dicker sind als der eigentliche Katheter. Also das ist so ein bisschen filigrane Arbeit teilweise. Aber wenn man dann hier sieht, da sind die tumorversorgenden Gefäße. Man kommt mit dem Katheter hier dicht hin und dann kann man eben einen solchen Tumor sehr hochdosiert mit Zytostatika behandeln. Das, wie gesagt, ist etwas, was in lokaler Betäubung nur für die Leiste durchgeführt wird. Von der restlichen Behandlung merkt man dann, ehrlich gesagt, nicht mehr sehr viel. Es kann ein bisschen Druckschmerz in der Leber entstehen. Das ist hier das Bild am Ende der Behandlung, wo die Tumorgefäße dann verschlossen sind. Und hier ist nochmal so eine zusammenfassende Darstellung von dem Tumor, der stark durchblutet ist. Und hier sehen Sie nochmal so ein bisschen diese komplexe Gefäßversorgung in diesem einen Fall. Was passiert dann? Man hat die Tumorgefäße verschlossen mit den Partikeln. Das Zytostatikum wird in das Tumorgewebe abgegeben. Ich habe hier mal einen Fall, der jetzt relativ eindrucksvoll das Ergebnis zeigt. Hier ist ein stark durchbluteter Tumor, der einen Großteil der Leber durchsetzt. Hier all das ist Tumorgewebe. Und dann wird nach der ersten Behandlung schon erkennbar, dass die Tumorversorgung deutlich abgenommen hat und auch hier deutlich weniger Tumormasse zu erkennen ist. Und nach zwei weiteren Behandlungen im Abstand von immer 4 Wochen sieht man, dass sich das Gefäßbild wieder normalisiert hat. Und hier, das ist der Rest dieses eingeschmolzenen Tumors in der Leber. Also das ist in dem Fall ein Gallengangskarzinom gewesen, was sehr gut auf diese Behandlung angesprochen hat. Sie haben eben schon gesehen, die Behandlung wird in der Regel dreimal wiederholt. 2 bis 3 Mal versuchen wir das, dass wir eben dann schrittweise sicherstellen können, dass alle tumorversorgenden Gefäße auch behandelt worden sind. Wir kontrollieren das Ergebnis in der Computertomographie oder in der Magnetresonanztomographie, typischerweise nach 4 Wochen und 3 Monaten, und machen dann vom Bild und auch vom Patientenbefinden den weiteren Fortgang der Behandlungen abhängig. Das, was im Vordergrund steht, ist, dass wir die Lebensqualität möglichst nicht einschränken wollen. Es macht da wirklich keinen Sinn, durch eine aggressive Therapie, also dem Patienten mehr zu schaden. Wir wollen ja eigentlich durch diese minimalinvasiven Verfahren sehr schonend einen Tumor vernichten, ohne dass man eben die Alltagssituation zu sehr einschränkt. Ich wechsle jetzt zur Radioembolisation. Das ist im Grunde genommen in vielen Ansätzen vergleichbar zur Chemoembolisation, was die technischen Dinge angeht, aber es ist ein anderes Behandlungsprinzip.
wir haben jetzt keine hochdosierte Chemotherapie über die Leberarterie, sondern in dem Fall ist es eine hochdosierte lokale Bestrahlung. Das ist durch Yttrium 90 möglich. Das ist ein Beta-Strahler, der in die Leber auch in Form von kleinen Kügelchen eingebracht wird und eben wie bei der Chemoembolisation über eine Katheterintervention an Ort und Stelle geleitet wird und dann über den Blutfluss in den Tumor transportiert wird. Dadurch, dass dieser Beta-Strahler nur sehr wenig Gewebe durchdringt, 2 bis 4 Millimeter Reichweite hat, bestrahlt er eben nur innerhalb der Leber den Tumor, wo er über die Gefäße hinkommt und umliegendes Gewebe und eben auch umliegendes gesundes Lebergewebe nicht. Das ist wichtig, weil die Leber an sich sehr empfindlich für eine Strahlentherapie ist. Wenn man von außen bestrahlen würde, dann ist eben das Lebergewebe auf dem Weg zum Tumor eben auch hochgradig gefährdet, weil der durchschnittliche Tumor in der Leber eine viel höhere Strahlendosis zur Vernichtung braucht, als dass das normale Lebergewebe aushält. Es sind in dem Fall normalerweise Patienten, die wir behandeln, die unter einer systemischen Chemotherapie, also leitliniengerechter Behandlung, nicht ansprechen. Also meistens ist dann die erste oder zweite Chemotherapielinie schon durchgeführt worden und der Tumor, wie Sie das hier im Bildbeispiel sehen, ist davon nicht erreicht. Auch da ist dann wieder die Frage in der interdisziplinären Tumorkonferenz, was ist individuell jetzt ein geeignetes weiteres Therapiekonzept? Und da entscheiden wir dann eben auch, ob man eine solche Radioembolisation anbieten kann. Und hier sehen Sie mal ein Beispiel, wo 4 Monate nach einer solchen Bestrahlung von innen der Tumor sehr deutlich eingeschmolzen ist. Sie sehen, er nimmt kein Kontrastmittel auf. Das Volumen hat sich deutlich verkleinert. Also das ist ein sehr gutes Ansprechverhalten in diesem Fall. Der Ablauf ist etwas komplizierter als bei der Chemoembolisation. Auch da klären wir natürlich zunächst die Machbarkeit, aber es muss eine Voruntersuchung erfolgen. Das nennen wir SIRT-Vorbereitung, wie der Name schon sagt, mit eben einer Gefäßdarstellung der Lebergefäße. Wir schauen uns an, ob die Anatomie geeignet ist für dieses Verfahren. Man muss dann sicherstellen, dass diese Strahler nicht außerhalb der Leber irgendwo hingelangen, in die Lunge, in die Darm- oder Magenschleimhaut. Das wäre also sehr ungünstig. Und wir machen dann auch mit einem nuklearmedizinischen Kontrastmittel eine Testinjektion, wo wir schauen, ob der Strahler, wenn wir ihn dann nachher applizieren, auch wirklich den Tumor erreicht und nicht irgendwo landet, wo wir ihn nicht haben wollen. Wenn das alles gut verläuft, dann folgt die Behandlung in der Regel so 10 bis 14 Tage nach dieser Vorplanung. Und für diese Behandlung selber muss man dann 3 Tage stationären Krankenhausaufenthalt einrechnen. Jetzt nicht, weil wir da so viel mit Nebenwirkungen und Schmerzen und Beschwerden zu tun haben, sondern eigentlich nur, weil es eine, wenn auch geringe Strahlung nach außen, aber eben eine gewisse Strahlung aus dem Körper des Patienten gibt. Deswegen sind diese Folgezeiten vorgeschrieben. In der Regel machen wir diese Bestrahlung, weil häufig der Patient ja schon die ein oder andere auch leberschädigende Chemotherapie durchgemacht hat, getrennt für den rechten und linken Leberlappen mit einem so Sicherheitsabstand von 4 bis 6 Wochen, um dem behandelten Leberlappen Zeit zu geben, sich zu erholen. Das ist mal so ein Bild aus unserer Angiografie, wo wir hier das Katheterbesteck haben und da sind diese kleinen Strahler zu sehen. Das ist also eigentlich nur sehr, sehr wenig Material, was man dann über eine Apparatur, die dann auch den Behandler vor Strahlung schützt, in den Körper hier über dieses Schlauchsystem an den Katheter angeschlossen einbringen kann. Die eigentliche Behandlung, die ist letztlich weniger aufwendig als die vorbereitende Untersuchung. Das sind 30 Minuten. Dann ist normalerweise 30, 40 Minuten dieser Eingriff abgeschlossen und der Patient geht auf die Station zurück, meistens mit gar keinen oder sehr, sehr geringen Beschwerden. Hier ist ein Fallbeispiel mal für Sie. Das ist ein Patient mit einem ausgedehnten, letztlich in die
ganze Leber verteilten Leberkrebs. Also viele kleine Knoten, all das, was hier hell ist, ist Tumor. Hier unten ist ein relativ großer Tumorknoten. Und das ist das angiografische Bild dazu. Sie sehen also auch wieder, der Tumor ist sehr stark über die Arterie durchblutet. Das ist eben der Weg, wie diese kleinen Partikel dann gesteuert durch den Blutfluss in den Tumor transportiert werden. Und nach zwei Embolisationsbehandlungen sehen Sie hier, das Bild hat sich deutlich geändert. Die Leber ist hier in dem Fall völlig frei von diesen Anreicherungen. Und hier unten der größte Tumor, der ist noch so als kleiner Rest zu sehen. Also das ist auch wieder ein Beispiel, wo man sehen kann, dass ein Tumor, der ansonsten durch Chemotherapie wirklich sehr schwer nur zu behandeln ist, auf solche Maßnahmen durchaus gut reagieren kann. Auch andere Tumore, die eben sehr wenig chemosensibel sind, wo die Strahlentherapie auch von außen durchaus eine Rolle spielt, lassen sich natürlich dann über diese SIRT von innen gut behandeln, wenn sie Lebermetastasen gebildet haben. Hier ist ein Beispiel von einem Patienten. Sie sehen, da ist schon einiges auch chirurgisch gemacht worden mit diesen ganzen Nahtclips, der hier eine einzige Metastase eines Speiseröhrenkarzinoms in der Leber hatte. Und da ist auch wiederum zu erkennen, hier ist ein Tumorgefäß, was dieses ganze Areal versorgt. Und das sehen Sie hier nach 9 Monaten, stabiler Befund. Die Metastase ist vollständig eingeschrumpft. Und in dem Fall war es eben wirklich sehr günstig, dass es nur einen einzigen Befund gab, den man dann eben durch diese lokal und hochdosierte Bestrahlung dann auch komplett zerstören konnte. In dem Fall, Sie sehen hier den Durchmesser der Raumforderung zu Beginn der Behandlung, ist der Tumor zum einen zu groß für eine Radiofrequenzablation und auch hier durch die Nähe, an der Stelle läuft die untere Hohlvene durch die Leber, eben auch nicht gut als Alternative geeignet. Da war also die SIRT für uns das präferierte Verfahren. Jetzt klemmt er hier wieder. Also zusammenfassend, was muss man vielleicht noch wissen als Patient? Nebenwirkungen, es sind sehr wenig kleine Partikel und nur ein geringes Ausmaß an Gefäßverschluss sind eher selten. Es kommt zu geringen Druck- oder Schmerzbeschwerden im Oberbauch, die aber meistens nach wenigen Stunden abklingen. Man hat normalerweise während des stationären Aufenthaltes dann gar keine ernstzunehmenden Beschwerden. Aber dann im Laufe der Behandlung kommt es zu einer gewissen Abgeschlagenheit durch so eine leichte Leberentzündung, die durch die Bestrahlung entsteht, die aber eben auch nach 10 bis 14 Tagen wieder durch das Lebergewebe kompensiert wird. Und wir machen eben gerade, um die Leber nicht zu sehr zu schädigen, eine solche Behandlung in der Regel in 2 Sitzungen, wo wir rechts und links getrennt vorgehen. Wenn wir einen guten Erfolg haben, Sie haben das in den Bildern gesehen, dann schrumpft der Tumor. Aber wir sind häufig auch zufrieden, wenn wir das Tumorwachstum anhalten können. Denn es sind ja meistens genau die Fälle, wo andere Verfahren vorher schon versagt haben. Wir beobachten das engmaschig mit Schnittbilduntersuchung, CT oder Magnetresonanztomographie. Aber die SIRT ist eben etwas aufwendiger, technisch auch schwieriger als die Chemoembolisation. Man braucht die Nuklearmedizin, die Radiologie, die Onkologie als Team in einem Boot. Und es ist eben typischerweise schon auch ein Verfahren, was wir eben uns gut überlegen, meistens bei Patienten, die relativ schwer an ihrem Tumor erkrankt sind. Aber Sie sehen hier nochmal Beispiele von ganz großen, in der gesamten Leber verteilten Metastasen, die sehr gut auf die SIRT angesprochen haben. Oder hier auch ein Patient, also in dem Fall eine Patientin mit Metastasen von Brustkrebs in einer schon operierten Leber, wo wir eben hier diese stark durchbluteten Tumore haben. Und das ist das Ergebnis nach nur einer einzigen lokalen Radioembolisation. Damit komme ich dann zum Ende und fasse noch mal ganz kurz zusammen. Für diese lokalen Tumorbehandlungen ist eigentlich unser führendes Ziel, eben das Tumorwachstum zu kontrollieren. Es sind eben Befunde, die
sich für eine Operation nicht mehr anbieten, für eine Gesamtkörperbehandlung, Chemotherapie vielleicht noch zu klein oder eben auch nicht gut geeignet sind. Trotzdem versuchen wir, den Tumor möglichst vollständig abzutöten, das aber so schonend und komplikationsarm wie möglich. Deswegen auch diese ganzen kleinen Katheter oder dünnen Nadeln. Oberstes Ziel ist Erhalt der Lebensqualität. Und wir wollen natürlich auch versuchen, dass der Patient nur wenig Zeit in der Klinik verbringt im Rahmen einer solchen Behandlung. Die Thermoablation, RFA, ist eben sozusagen eine minimalinvasive Alternative zur Operation. Wir können kleine Tumore relativ gezielt behandeln. Ja, und das gilt insbesondere für Patienten, die ansonsten vielleicht ein hohes Operationsrisiko hätten. Die lokal arteriellen Therapien, TACE und SIRT in dem Fall, sind gut geeignet für Tumorerkrankungen in der Leber, die zu groß sind für eine lokale Ablation oder für eine chirurgische Maßnahme und eben auch in Fällen, wo die Leber die dominante Erkrankungsmanifestation ist, also eine kleinere Herde in der Lunge oder eine kleine Knochenmetastase und eine ausgedehnt erkrankte Leber, die würden einen natürlich nicht davon abhalten, den Haupttumor dann in der Leber zu behandeln. Und das, was man eben auch nicht vergessen darf, wir können natürlich diese lokalen Verfahren sehr gut, und das tun wir auch in der Regel, mit dann weiteren onkologischen Behandlungen, also systemischer Chemotherapie, kombinieren. Und das verbessert letztlich die lokale Kontrolle und das Gesamtergebnis. Damit wäre ich dann auch am Ende dieser kurzen Übersicht über die radiologisch-interventionellen Verfahren in der Onkologie, also zumindest schlaglichtartig, die besprochenen Verfahren. Und wenn Sie da mehr wissen wollen, ich habe hier mal die Daten von meinem Sekretariat für Sie mitgebracht, entweder telefonisch einen Termin vereinbaren oder eben per E-Mail. Und weitere Informationen gibt es auch auf der Website der Klinik. Damit bedanke ich mich zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit und schaue mal, was es an Fragen im Chat gibt. Bislang sehe ich noch keine Fragen, nur ein paar Kommentare zur Tonqualität. Ja, es scheint so, als wäre nicht viel an Unklarheiten geblieben. Also bislang sehe ich einige Dankesworte, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, ich glaube, dann können wir das ohne große Diskussionen oder weitere Erläuterungen an der Stelle dann auch beenden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir zumindest auf dem Wege mal etwas Zeit zusammen verbracht haben. Und ich hoffe, dass wir, wenn sich die Zeiten ändern, das vielleicht auch wieder in einem anderen oder zumindest in einem parallelen Format gestalten können. Keine Fragen sind ein Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank. Und damit
verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch vor allem Gesundheit und einen angenehmen Abend.